So. Seitenrefresh. Also auch Refresh Page. Ich refreshe die Page. Mache Live-Check. Jo, das Bild ist zumindest da. Die Übertragung gerade war ganz mies. Gerade gewesen. Verworfene Frames. Das gefällt mir schon wieder nicht. Das gefällt mir schon wieder nicht, was er hier macht. Böse. Böses OBS. Na gut, wir probieren mal umzuschalten. Wie er da reagiert. Das findet er klasse. Ich meine, verstehe ich. Finde es auch immer klasse, mich zu sehen. Aber da hat er tatsächlich nichts Falsches gesagt. Nichts Falsches gesagt. Ja, er ist immer noch grün. Grün und ab und zu ein bisschen gelb, was die Übertragungsrate angeht. Komisch, bei dem Bild hat er es nicht so cool gefunden, obwohl es eigentlich ein Standbild ist. Er muss nur Static übertragen. Aber okay. Ich weiß mal nichts. Grund für dieses Video, jetzt am Montagabend, dem 1. Februar, 21:19 Uhr. Ich bin jetzt wieder arbeitsbeschäftigt sozusagen. Morgen ist wieder Arbeitstag. Letzte Woche musste ich schon mal ran. Das war dann ungeplanter Notfall. Aber naja, diese Woche geht es regulär wieder los. Habe jetzt so zu Ohren bekommen, dass ich eventuell noch mal 2 Wochen Urlaub kriege, weil ich noch so viel Überstunden habe. Wird sich aber noch zeigen, wann, wo und ob überhaupt. Ansonsten kriege ich eine Menge Geld. Je nachdem. Und ja, Hauptgrund hierfür ist, wir stehen jetzt vor einem Problem. Also ich stehe vor einem kleinen Problem, weil jetzt ist heute eigentlich der Tag, an dem eine neue Anno-Folge rauskommen sollte, Anno 2070. Mit dem kleinen Problem, dass ich mit dem Barrett bisher noch nicht dazu gekommen bin, wieder was aufzunehmen, weil ich jetzt immer noch nicht weiß, ob Anno bei ihm jetzt wieder funktioniert, weil er es bis jetzt, glaube ich, auch nicht ein einziges Mal ausprobiert hat. Paritz. Na, und ja, ich übrigens gerade hier am Keuschheitsessen. Käse auf Trockenpost. Mit Gurke. Irgendwas, ne? Weil gerade erst vor kurzem wieder nach Hause gekommen bin und jetzt erst Zeit habe, Armbrot zu essen. Und das ist mein Armbrot. Glückwunsch dazu. Und den Mezzomix habe ich noch leer gemacht. Des Weiteren muss ich jetzt auch sehen, dass ich wieder Two Worlds aufnehme. Two Worlds ist nämlich, glaube ich, ausgelaufen. Ich kann eben kurz mal im Hintergrund checken. Nimmt sich ja nichts. Jetzt macht der Typ gerade auf seinem Dingens den Augenzwinkerer. Kann ich mal kurz checken, ob wir noch was in Reserve haben. Denn tatsächlich war das das letzte Two Worlds. Two Worlds 15 durch die Savanne war letzte Folge. Minecraft ist auch jetzt letzte Folge schon raus gewesen. Nur von Star Wars Empire at War habe ich noch drei, die. Nee, oh, Entschuldigung, zwei. Auch nur noch zwei. Habe ich nur noch zwei, die rauskommen. Der Rest ist tatsächlich alles schon raus. Das heißt, ich stehe jetzt in Nachproduktion mit Minecraft, Two Worlds und Workshop-Stuff kann ich auch nochmal was machen. Und gerade diese Situation kommt jetzt, wo ich wieder arbeiten muss. Ja, ist auch gut. Jetzt fragt man sich natürlich, ey, du hast doch Wochenende gehabt, hättest du Samstag vielleicht machen können? Nein. Samstag bin ich erstmal sehr spät aufgestanden. Obwohl, nee, es zieht sich eigentlich noch in Grenzen. Es war noch vor Mittag. Kurz vor Mittag. Und musste noch einkaufen, tanken. Und dann bin ich auch wieder nach Hannover gefahren. Direkt am Samstag schon. Schönen Abend gemacht. Und Sonntag war ich dann halt auch in Hannover, hatte halt nur mein Hannover-Rechner da und habe einfach mal versucht, auf dem Dawn of War 2 Retribution zu spielen. Ist hart. Das ist echt hart. Ja, ich überlege auch, ob ich mir den nochmal vielleicht eventuell ein bisschen aufrüste, je nachdem, ob jetzt vielleicht Geld reinkommt oder nicht, muss ich schauen. Ob ich dann irgendwas übrig habe. Dann will ich mir eventuell noch ein Flash-Laufwerk holen, also SSD. SSD-Laufwerk für den Mahnhof-Rechner, da packe ich dann das OS drauf. Muss den dann wahrscheinlich nochmal neu aufsetzen. Hey, Freude. Und ein zweiter Bildschirm sollte auf jeden Fall auch noch hin. Und ich will dann versuchen, dass ich noch ein drittes Laufwerk kriege und vielleicht die Grafikkarte austausche. Muss ich gucken, ich habe jetzt meine von dem anderen, der jetzt abgeraucht ist, habe ich ja noch die Grafikkarte, muss ich mal gucken, ob die auf das Mainboard draufpassen. Wäre natürlich geil, so eine GTX 970 drauf zu haben. Brauchen wir auch keine mehr kaufen, das wäre der zweite Vorteil. Aber kann ich jetzt noch nicht sagen, ob es klappen wird und ob überhaupt. Weil dann hätte ich auch die Möglichkeit, da ein bisschen mehr aufzunehmen und über eine Platte eventuell mit rüberzunehmen.
wäre die Sache. Weil jetzt, komischerweise, hat die Festplatte, die abgeraucht ist, meine Aufnahmefestplatte, meine externe, hat kürzlich jetzt wieder funktioniert. Weiß auch nicht warum. Ist aber einfach so gewesen. Die hat auf jeden Fall wieder funktioniert. Super Übertragungsrate, 128 MB pro Sekunde waren das, glaube ich. Ungefähr. Also top flott das Ding. Wo so vorher einfach nur, keine Ahnung, ständig eingebrochen ist mit der Übertragungsrate und nichts mehr machen konnte. Also jetzt lag es einfach nur eine Zeit rum und jetzt funktioniert sie wieder. Technik. I don't understand it. Egal. Genau. Dann hätte ich ja die Gelegenheit, auch eventuell noch ein bisschen Aufnahme zu machen. Je nachdem, wie das mit der Synchronisierung und Spielstandübertragung packt, weil Two Worlds 2 entfällt da schon mal. Ja, Star Wars Empire War entfällt da auch schon mal. Das heißt, die einzige. Habe ich da eine Möglichkeit? Damit! Theoretisch kann ich nur. Theoretisch müsste Anu klappen. Aber ob der noch Anu mitleistet? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also. Ne? Ich hab ja Mardoff dreimal so wenig Rechenleistung wie Arbeitsspeicherleistung. Arbeitsspeicherleistung habe ich dreimal so wenig wie hier. Moment. Ja, drei. Quatsch. Viermal so wenig. Viermal so wenig Arbeitsspeicherleistung wie hier. Das ist grauenvoll. Ne? Und dementsprechend ist ja ein Hannover-PC halt nur so ein Gib ihm was zu tun, damit er sich nie langweilt, PC. Livestreams gehen da leider auch nicht, weil danke, liebe Telekom, an dieser Stelle, dass das nur so ein beschissenes, begrenztes 16 GB LTE ist, was sich danach auf 300 Kilobit die Sekunde reduziert. Nichts gesehen. Telekom, weißt du Bescheid. Der Saftladen. Naja, Telefonprobleme jetzt übrigens auch schon wieder, also. Naja, ich sag mal, solange das hier gut läuft, sind sie ja einigermaßen noch bei mir auf dem sicheren Ufer. Wenn hier was nicht mehr läuft, dann ist Telekom. Nee. Aber Alternative gibt es ja leider nicht. Das ist das Problem. Ja, soweit der Stand, der Status. Wie gesagt, Anno kommt jetzt erstmal wahrscheinlich nichts mehr. Dafür müssen erstmal Minecraft und die Let's Shows hinhalten, von denen ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal gucken werde, dass ich welche mache. Das ist immer relativ spontan, deswegen kann ich das nicht so vorausplanen. Minecraft muss ich immer gucken, wann ich Lust drauf habe, weil Minecraft ist bei mir so ein Spiel geworden, wo da musst du auch wirklich Lust drauf haben, sonst läufst du rum, plöckelst hier, plöckelst da und hast nicht wirklich was zu tun. Es ist ein bisschen schwieriger. Ja, was vergessen? Nee, ja, Worlds habe ich heute ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf, da was aufzunehmen. Ist. Naja. Ich habe gerade so im Hinterkopf, dass ich da einfach so Low-Level bin bei Two Worlds 2 und nicht wirklich gerade was reiße, aber gut. Unboxing für eine Loot-Chest wird es jetzt demnächst wieder geben. Ich habe zumindest schon die Abrechnung gesehen von Loot-Chest auf meinem Konto. Das heißt, demnächst sollte wieder die Loot-Chest kommen. Mitte des Monats ungefähr, 15. war das, glaube ich, so in etwa. Ja, ansonsten, ich habe auch vielleicht noch so ein paar Ideen für ein paar andere Formate im Kopf. Muss ich aber mal gucken, ob ich die umsetzen kann, wie ich die umsetzen kann. Space Engineers in etwa hatte ich mal noch den Gedanken, was zu machen. Aber es ist alles in den Sternen, alles in den Wolken. Naja, wir werden sehen. Ihr werdet sehen, wenn es soweit ist. Und ich werde sehen, wenn ich wieder Zeit dafür habe. Es ist immer so schön, man plant immer so, oh, du hast dann hier 4 Wochen am Stück nichts zu tun. Da hast du so viel Zeit, da kannst du für 5 Monate vorproduzieren. Was hat er geschafft, für 2 Wochen vorzuproduzieren? Jo. Aber es ist der Lustfaktor, der da sehr dolle mit reinzählt. Also Lustfaktor und teilweise auch erstaunlicherweise Zeitfaktor. Erstmal steht man zu spät auf, dann haben wir nur die Hälfte vom Tag. Aber der Tag hat 24 Stunden und dann kommt die Nacht. Also es ist schon noch ein bisschen was. Und dann kommen noch andere Sachen dazu, soziale Sachen und so einen ganzen Quatsch, den keiner braucht. Ne? Nee. Der kommt auf jeden Fall noch dazu und dann hast du schon wieder weniger Zeit. So ist das. Ja, jetzt fange ich ja schon fast mit Vlogs an. Das ist, yay. Total cool. Nee, ich scrolle hier gerade eher so ein bisschen in Panik rum. Ich hätte auch gerne mal wieder einen Livestream irgendwie gemacht mit Barrett. Hat er auch, glaube ich, jetzt kürzlich vorgehabt.
Weiß ich nicht. Aber naja, Zeit und ganzen Quatsch. Ihr kennt es jetzt. Also, so ist es. Ja, mein Mund war schon wieder trocken. Hinter mir steht das Wasser. Die DVDs übrigens, die ich mitnehmen wollte zum DVD-Abend, war doch nicht erforderlich. War genug Material vorhanden. Ja. Stehen aber schon mal bereit. Falls ich sie doch brauche. Ja, das war's erstmal von mir. Hau da rein, Tschüssilo, Tschüssili. Ich werde mal gucken, wie das hier so. Ja, OBS hat einen sehr begrenzten Upstream, sehe ich hier gerade. Also zumindest bei meinem Überwachungstool hier ist doch der Up sehr Kilobit begrenzt. Er zeigt mir hier komplett andere Zahlen an als auf meinem Überwachungstool. Egal, ist mir jetzt auch wurscht. Ist mir wurscht, er hat es übertragen. Er macht das, fertig ist. Von mir war es das. Ich sag, haut da rein, habt da Spaß. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Hoffentlich beides. Bis dahin, haut rein, habt da Spaß und wir sehen uns. Bis dahin, genießt den Unterbrechungsscreen, den ich jetzt eingefügt habe. Ein neues Kanalbanner. Ich habe mich mal versucht, aber es ist immer noch so. Ich komme immer noch nicht mit den Abmessungen klar, was das neue YouTube-Banner-Ding angeht. Also es gefällt mir immer noch nicht. Hat's total verschissen seit damals YouTube. Also, naja. Haut rein, habt Spaß, wir sehen uns. Ciao, und ich schalte jetzt eben kurz um und dann bin ich weg. Tschö.